wish I had your pair of wings. Had them last night in my dreams. I was chasing butterflies till the sunrise broke my eyes. Tonight the sky has covered my eyes. So what they see is an angel high. I've got to touch that magic sky and greet the angels in their eyes. Sometimes I wish I were. It heard from above, for the love of this little Lord, and why I'm flying around my head, your honey kisses keep me fed. I wish I had. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Kieler Wochentalk. Es war schon mal ein großer Wunsch von mir, die Wochentalk-Folge, irgendeine Wochentalk-Folge so zu beginnen. Mit dem Lied von der Kelly Family, An Angel, und nun ist der Traum in Erfüllung gegangen. Und wir begrüßen ein Mitglied der Kelly Family, und zwar Joey Kelly. Hier erkennt ihr seine Unterschrift, hier erkennt ihr sein Bild mit einer Signatur. Und hier auf dem Becher könnt ihr ihn auch nochmal sehen. Wo ist er denn? Hier haben wir ihn. Joey Kelly ist Sportler und ebenfalls Mitglied der Kelly Family. Er gehört zu den wohl bekanntesten und den berühmtesten Personen hier in Deutschland. Joey Kelly ist Sportler und Straßenmusiker. Zu seinen sportlichen Erfolgen gelten unter anderem 31 Ultramarathons und 50 Marathons. Er stellt außerdem jedes Jahr im November, Oktober
seine sportlichen Grenzen an Schwimm Test. Seine sportlichen Grenzen beweist er beim RTL Spendenmarathon bei der Spendenaktion Wir helfen Kindern, wo jährlich mindestens Millionen von Euro zusammenkommen. Und da unterstützt er den Sender mit seinen sportlichen Tätigkeiten, wo er auch tausende Euros zusammenbekommt. Manchmal mit Hilfe, manchmal macht er das auch alleine. Und jetzt begrüßen wir ihn beim Kieler Wochentalk. Und es ist mir eine wahnsinnige Ehre, ihn beim Wochentalk begrüßen zu dürfen. Wir sprechen natürlich über seine Karriere. Da geht kein Weg dran vorbei. Über seine musikalische Karriere wie seine sportliche Karriere. Wir sprechen aber auch über die Bundestagswahl, welche in 2 Wochen ansteht und wo es nachher zur Folge nächste Woche nochmal ein, zwei Informationen gibt. Jetzt aber bei Joey Kelly. Und wir gehen rein, weshalb wir hier seid. Wir gehen jetzt rein in die Skype-Schalte mit Joey Kelly. Viel Spaß. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie war denn dein Tag bisher? Ganz gut. Wir haben heute Morgen gedreht für RTL. Da bin ich laufen gegangen, habe ich geduscht, fertig gemacht. Und jetzt habe ich mit dir einen Talk und dann kommt der nächste und dann habe ich Präsentation, die ich aufbereiten muss, einen Vortrag fürs Wochenende. Und dann, und dann habe ich Feierabend. Aber so ungefähr um 21 Uhr. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, dass das geklappt hat. Und ich würde sagen, kommen wir direkt zum Thema. Die Musik begleitet dich ja nun schon seit deiner Geburt, würde ich sagen. Was bedeutet dir die Musik? Musik ist halt quasi mein Beruf mit der Kelly Family schon seit ich klein bin. Und es macht riesen Spaß. Und es ist einfach ein Phänomen, dass wir immer noch auf Tour gehen dürfen. Also zumindest vor Corona, ist klar. Dass die Leute uns besuchen und wir spielen zum Beispiel bei dir in Kiel in der Ostseehalle. Der Sparkassenhalle heißt die, glaube ich, jetzt. Von der Rino Arena. Ah, genau. Hat sich verändert in den letzten Jahren. Neue Partner, Sponsoren, wie auch immer. Ist einfach cool, dass ich das machen darf. Wie groß würdest du denn den Unterschied beschreiben von der Musik früher, die Musik früher zu machen und zu heute? Ich kann es heute etwas mehr genießen als früher, weil früher hatte ich dann so zu den Musik ganz schon viele Aufgaben. Also ich war zuständig noch für so Booking, halt Konzerte halt buchen, dann noch zuständig für ein paar andere Bereiche und das hat dann halt quasi viel Kraft gekostet und Zeit. Bei der letzten Tour, da war ich halt quasi mehr oder weniger nur zuständig auf der Bühne zu spielen mit den Geschwistern, ein paar andere Kleinigkeiten und ich habe dann auch selber eigene Aufgaben, die ich mache. Ich habe einen kleinen Betrieb und das läuft und ich bin beschäftigt, also es ist läuft ganz gut eigentlich. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Truppe der Kelly Family. Hättest du denn als Jugendlicher gedacht oder in deinen Anfangsjahren als Kind, dass euer Erfolg so lange anhält? Nein, wenn ich ehrlich bin, nein. Wir haben den kommerziellen Durchbruch 94 gepackt. Da kam halt quasi das Album Over the Hump, das ging ja wirklich durch die Decke. Und dass man halt jetzt 25 Jahre später immer noch da auf der Bühne, auf großen Arenen spielen darf, das ist schon eine große Ausnahme. Ihr habt jetzt ja vor drei, vier Jahren euer Comeback gestaltet oder gestalten dürfen. Wie hast du das Comeback erlebt? Es war ein irres Gefühl. Wir haben den ersten Konzert in Dortmund in der Westfalenhalle, da passen so knapp 14.000 Menschen. Da haben wir 3 Tage hintereinander gespielt. Und dann waren es weitere 100 Konzerte in fast ganz Europa. Und mit einer Kapazität von 7-stelliger Summen an Menschen, die uns besucht haben, bei den ganzen Konzerten in diese knapp 3 Jahren. Dann haben wir 3 CDs rausgebracht mit DVDs und alles, kam auf eine Summe, ich glaube, von 2 Millionen, was auch sehr ungewöhnlich ist in so einer Zeit. Also so einfach sprachlos, ja. Merkt man. Wie würdest du sagen, ist es da überhaupt zugekommen zu dem Comeback nach etlichen Jahren?
Ja, das Comeback war eine Kombination aus vielen von uns Geschwistern, die halt quasi wieder Bock hatten, auf Tour zu gehen. Und ich habe dazugehört, ja. Ich war vielleicht derjenige, der auch einiges beigetragen hat, dass es auch klappt. Ich habe auf jeden Fall alles gegeben, was ich konnte. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass das so eine Idee von jetzt auf gleich war? So eine richtige Schnapsidee? War das nicht? Ja gut, ich habe sie mal vorgeschlagen. Aber es war einfach nicht so weit, dass wir es machen konnten. Und dann hat einfach es gefluppt. Und dann hat es auch noch mit dem Erfolg geklappt. Das war schon krass. Mittlerweile sind ja nun auch einige Jahre vergangen seit dem Comeback. Wie hast du die Zeit, abgesehen von Corona, erlebt? Gut, sehr gut. Also es ist spannende Zeit, ne? Das ist eine große Herausforderung. In den letzten eineinhalb Jahren, wo wir jetzt Corona weltweit haben, ist einfach eine Zeit, wo man halt einfach kämpfen muss. Man halt einfach neue Wege gehen muss. Man muss einfach neue Sachen ausprobieren. Aber es läuft ganz gut. Am Anfang, letztes Jahr im März, muss ich sagen, da dachte ich, wow, Wahnsinn. Wofür die Reise? Aber mittlerweile, ich habe das Gefühl, wir haben das ganz gut im Griff. Nun hat sich jetzt kurz vor der Corona-Zwangspause Angelo dazu entschieden, die Kelly Family, der Kelly Family den Rücken zu kehren. Nach zwei Alben, glaube ich, waren das. Wie hast du oder wie haben deine Geschwister auf den Rückzug reagiert? Also ich persönlich finde das ganz gut. Weil dann gibt es mehr Geld für die anderen. Also je weniger da sind, je weniger der Kuchen aufgeteilt muss. Natürlich ist es schade, dass er nicht da ist, aber ich glaube, dass er eigentlich noch nicht weg ist. Sobald wir wieder auf Tour gehen sollten, wenn es möglich ist, könnten wir gut vorstellen, dass er wieder da ist. Also geht es mit euch weiter, mit euch anderen? Ja, momentan kannst du ja keine Tour planen. Mhm. Es ist ja, vor drei Monaten gab es noch Lockdown und ein Haushalt und bla 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 und hast du nicht gesehen. Und jetzt steigen halt die Inzidenz wieder. Wir müssen erst mal gucken, dass der ganze Corona-Wahnsinn, dass wir halt eine Lösung finden, wie das eventuell funktioniert. Aber abgesehen, wenn Corona vorbei wäre, könnte man euch dann auch wieder auf der Bühne sehen. Damit können wir rechnen. Gehe ich davon aus, also wirklich, also ich persönlich entscheide nicht alleine, aber ich würde mich sehr freuen, ja. Auch ohne Angelo dann? Ohne Angelo, ja. Gibt es? Ich glaube, der kommt. Gleich kaufen wir die Maite teuer ein. Oder Paddy. Oder genügend Kellys, dass wir da ersetzen. Ich habe noch ein paar Kinder. Und es gibt noch 27 Enkelkinder. Vielleicht kaufen wir noch die Kinder von Powerline. 7 Stück. Wenn wir jetzt nochmal in die Anfangsjahre zurückgehen, als Kind war der Fanauftrag ja ganz schön groß auf euch. Wie hast du das wahrgenommen? Für mich war das halt eine mega coole Geschichte, dass wir auf der Straße gespielt haben in Kiel. Und dann halt große Erfolge feiern dürften in großen Hallen, in Stadions und alles. Das war ein unfassbares Erlebnis, ja. Würdest du schon sagen, dass das manchmal anstrengend war? Also auch vor der Erfolg war es ja anstrengend. Also es war immer anstrengend, wenn du halt was schaffen willst und viel machen willst, dann musst du halt auch dich bemühen. Gras geben und die Chancen nutzen. Und es lohnt sich. Es lohnt sich, sich anzustrengen. Was kannst du denn jungen Künstlern außerdem mitgeben? Jungen Künstlern? Genau. Findet einen anderen Beruf. Mach den Musik hobbymäßig. Von Musik zu leben ist nicht so einfach. Hat sich viel verändert. Es ist nicht mehr so einfach wie früher.
wenn ich jetzt Musik hobbymäßig mache, dann kann ich das auch mehr genießen vielleicht, weil ich irgendwie nicht kommerziell werden muss. Kommen wir jetzt aber nochmal zu deiner Karriere zurück. Wie blickst du denn jetzt 2021 auf dein Musikerleben oder auch auf dein Sportlerleben zurück? Gut, ich bin stolz. Passt. Also, ich bin ja ganz gut weit gekommen und die Reise ist noch nicht zu Ende. Bereust du denn irgendwas? Oder gibt es, genau, bereust du irgendwas? Es gibt Sachen, die ich anders machen würde. Unter anderem, darf ich nachfragen? Ich weiß es nicht, vielleicht, ich hätte bestimmt den einen oder anderen Freund oder Freundin halt quasi vermeiden können. Leute, die halt quasi vielleicht nicht zu mir gepasst haben oder einfach mich nicht für voll genommen haben. Erfahrungswerte, macht da keine Sorgen, das ist einfach. Also, aber ansonsten allgemein ist es ganz gut gelaufen. Das ist, ich finde, ich bin glücklich, ich bin happy. Wo möchtest du denn, du hast ja jetzt schon viel erreicht, aber wo gibt es denn irgendwas, wo du noch hin möchtest in deiner Karriere? Ja. Robert, immer nach Hollywood. Was? Natürlich ein Witz, ne? Bitte? Ich will nicht nach L.A. Ich bleibe ganz gerne in Europa. Das passt hier, das ist gut. Es gibt eine ganze Reihe von, sag ich mal, weitere Ziele, die man erreichen will. Berufliche Ziele, private Ziele, sportliche Ziele, jede Menge. Jetzt, der Nordpol-Marathon ist leider dieses Jahr abgesagt worden, aufgrund der Anreise über Norwegen. Der steht jetzt an, Anfang nächstes Jahres. Inzwischen haben wir andere Projekte. Nächstes Jahr hoffe ich, dass ich die Panamericana, also komplett von Alaska bis Feuerland, machen kann. Ein Jahr später vielleicht Transafrika. Also es ist genügend Ziele sind da. Es hängt jetzt davon ab, was man darf und nicht. Wir lassen noch mal kurz 2-3 Minuten bei der Musik bleiben. Dann kommen wir gleich zum Thema Sport bei dir. Gab es denn so einen Stopp an Konzerten oder am Standort vom Konzert her, wo du sagst, das hat mich geflasht? Ja, es gab viele Konzerte, die ganz cool waren. Ich sag mal, so, wenn du in Wien vor 250.000 Menschen spielst, dann ist es natürlich auch ein irres Gefühl. Ne? Dann, wenn du auf der Straße eine sehr lange Zeit spielst und du hast vor der Bühne manchmal 100 Leute, aber auch manchmal nur eine Person oder keinen. Das kriegt auch ganz gut. Und in Deutschland, ich gebe mal zum Beispiel ein cooles, super Venue ist Berlin, Waldbühne. Dann hast du zum Beispiel ein anderes Venue, wo man spielen kann, ist als Arena. Die Westfalenhalle ist irgendwie, hat für uns so etwas Magisches. Es gibt aber auch gute andere Hallen, wie Olympiahalle in München, die ist auch irgendwie, die hat irgendwie so, auch so einen starken Spirit. Also es gibt jede Menge Stellen, wo du halt irgendwie so ein richtiger Kickback haben kannst, wie die früher der Anfangszeit angefangen hat und man so viele Flashbacks hat. Also es ist, es gibt keinen bestimmten, es gibt ganz viele. Dann nochmal zurück zum Thema Fans. Wie würdest du sagen, hat sich die Fanszene im Laufe der Zeit mitentwickelt? Die sind natürlich mit uns erwachsener geworden. Viele haben selber Familie. Das ist natürlich interessant und die haben Partner. Und wenn du im Publikum reinschaust, dann denkst du, Wahnsinn, so viele junge Kids, die waren damals nicht da. Und okay, dann die logische Folge, dass halt quasi die Fans, die vielleicht Familie gegründet haben, kommen halt mit ihren Eltern und ihren Kids. Also hast du 3 Generationen. Wir haben ja von 80-Jährigen bis 2-Jährigen. Und das ist natürlich auch ein sehr cooles Publikum. Wie anstrengend ist das denn für dich, oder ist das anstrengend für dich, wenn du aus dem Hotel rauskommst, dich aufs Konzert vorbereitest und vor dem Hotel noch Leute auf dich warten? Nee, gar nicht. Wenn jemand da steht,
gefragt für ein Foto. Wird immer gemacht. Das gehört sich einfach. Das ist, da muss man einfach bewusst sein, dass man das Glück hat, dass man halt das darf. Also beschreibst du ja schon, andere beschreiben das ja als ätzend. Ich möchte jetzt keine prominenten Namen nennen, aber du würdest das als Ehre beschreiben? Also derjenige, der quasi das als ätzend findet, müsste, ich weiß es nicht, ist fehl am Platz, weißt du? Mhm. Ich habe auch schon mal Leute gefragt für ein Foto oder für ein Autogramm. Und wenn die sich blöd verhalten, wäre ich sehr enttäuscht und verletzt. Deswegen, das sind die Leute, die quasi unsere Konzerte besuchen. Wir ernähren uns. Mhm. Das muss man nicht vergessen. Mhm. Entschuldigung. Dann kommen wir jetzt aber wirklich zum Thema Sport bei dir. Wie ist es denn beim Sport bei dir gekommen, zum Sport gekommen bei dir? Ja, der Sport begann vor über 20 Jahren aus Zufall. Also ich habe gewettet mit meiner Schwester, dass ich auch so ein Jedermann-Triathlon schaffe. Und dann bin ich da am Ziel angekommen als fast Letzter. Und das war quasi der Beginn von dieser Ausdauersport-Leidenschaft. Was würdest du denn als deine härteste Challenge bisher beschreiben? Ich gebe mal ein Beispiel. Im Laufbereich gibt es einen Wettkampf in den USA, den habe ich zweimal gemacht. Das sind 135 Meilen. 220 Kilometer durch die Wüste und Tal des Todes. Da ist es mittags 48 bis teilweise weit über 50 Grad im Schatten. Der ist ganz schön brutal. Der ist hart. Dann gibt es das Race Across America für den Radbereich. Da fährt man von San Diego bis New York 5000 Kilometer. Ich habe das Rennen schon viermal gemacht. Ich plane das Rennen in 2-3 Jahren wieder zu machen. Zum fünften Mal. Dann im Triathlon Ironman-Distanz, kann man sagen, der härteste für mich war Lanzarote. Der ist wirklich von den Höhenmetern und dem Meer und alles schon sehr krass. Dann gibt es eine Steigerung auf Hawaii. Da bin ich auch mitgelaufen. Das sind 10 Schwimmen und dann 421 Kilometer Fahrradfahren und dann läuft man 84 Kilometer am Ziel. Also die 84 Kilometer am Ziel, die hauen schon ganz schön rein, weil du bist schon platt. Und läufst da halt durch die Lavafelder beim plus 35 Grad. Das ist auch ein brutales Rennen. Aber es gibt auch Rennen, zum Beispiel, ich bin durch Deutschland zweimal gelaufen, von der Ostsee einmal und von der Nordsee einmal zur Zugspitze. Jedes Mal knapp 900 Kilometer ohne Verpflegung. Das ist auch sehr hart. Also keine Verpflegung, kein Geld. Das heißt, du ernährst dich nur von der Natur. So den Aspekt Revival, wie der bekannte Abenteurer Rudi Carneberg. Das ist auch so Kopfkrieg, weil du halt so nah an zu Hause bist und könntest aussteigen. Ja. Wie bereitest du dich denn auf sowas beispielsweise vor? Also was hilft, natürlich auch viel Erfahrungswerte, die ich dann halt zugreifen kann und Gewissheit im Kopf. Und natürlich auch Training und ja, Training, Kopf, Wille, Mindset, Team, alles. Was könntest, wenn ich jetzt sage, ich möchte genau dasselbe machen wie du, das geht zwar, geht glaube ich nicht so schnell von jetzt auf gleich, aber was würdest du mir mitgeben? Ich würde dir sagen, mach es nicht. Warum? Ja, weil es halt einfach eine Riesenquälerei ist. Und gesund ist es auch nicht. Aber mir macht das Spaß. Also wenn du machen willst, und du hast viel davon und du ernährst dich davon, sei mal emotional oder halt von der Motivation, dann mach es doch natürlich. Aber du bist 16, das heißt, du darfst Marathon erst ab 18, darfst du schon Halbmarathon laufen, ab 16. Also wenn du dafür brennst, dann würde ich vorschlagen, du läufst einen Halbmarathon und dann siehst du, ob das dir Spaß macht. Dann läufst du den ganzen Marathon. Zum Beispiel in Hamburg gibt es eins, der ist ganz gut. Und dann sagst du, okay, das reicht mir nicht. Dann läufst du 100 Kilometer. Dann machst du Ironman. Und dann bist du drin. Und dann merkst du, okay, das ist etwas, was ich liebe.
Und dann läuft das nicht von alleine, aber dann, ja, dann macht das Spaß einfach. Du bist ja nun auch jedes Jahr beim RTL-Spendenmarathon zu sehen. Was würdest du da als deine härteste Challenge beschreiben oder als deine härteste Aufgabe? Genau, der Spendenmarathon gibt genau 24 Stunden. Ich mache es dieses Jahr zum 6. Mal. Und ja, also zum 6. Mal macht das. Und dann der härteste Spendenmarathon 24 Stunden Challenge war 24 Stunden ohne auszusteigen gegen die Rolltreppe zu laufen. Denkst du dir die Aufgabe immer selber aus? Manchmal. Also Rolltreppe war nicht meine Idee. Es kam von das RTL-Team. Ich hab gesagt, ich versuch's. Ich weiß nicht, ob ich es packe, weil das ist einfach, das ist so brutal. Und wenn du dann irgendwie bei 8 Stunden immer noch gut drauf bist, hast du immer noch 6 Stunden vor dir. Bei Stunde 20 bist du vielleicht gut und bei 21 hast du Krise, hast aber immer noch 3-4 Stunden vor dir. Das ist schon. Aber bis jetzt hat es mal geklappt. Und jetzt in 2,5 Monaten, in 10 Wochen ist es wieder soweit. Da freue ich mich so. Auf was, darfst du schon verraten, was du da machen wirst dieses Jahr? Wir machen dieses Jahr 24 Stunden wieder und dann 6 Stunden Laufband, 6 Stunden Crosstrainer, 6 Stunden dann Spinning und 6 Stunden Ergometer. Dann sind wir darauf gespannt. Ich drücke dir die Daumen. Und dann kommen wir jetzt nochmal zum Thema Corona kurz. Wie hart ist denn die Corona-Zeit für dich als Sänger, Sportler und Vater? Gar nicht. Ist einfach umgestellt. Und einige Sachen verändert und einiges war natürlich auch ist schwierig, weil man viel verlegen musste, aber andere Sachen wieder schön, dann hat man ein bisschen mehr Zeit und dann habe ich halt meine Aufgaben halt umgestellt und mich auf andere Sachen konzentriert, also ich habe mich die ganze Zeit sehr beschäftigt gehalten. Würdest du denn sagen, ihr Künstlerinnen und Künstler wurde im Lockdown bisher am meisten im Stich gelassen von der Regierung? Ach, weißt du, also wir selber nicht, weil wir im Februar letztes Jahres den letzten Konzert hatten, ohne zu wissen, dass Corona 3 Wochen später alles dicht macht. Deswegen, wir haben halt die Krise persönlich nicht mit erlebt, dass unsere Tour verlegt worden ist oder dies oder das. Nee, das kann ich persönlich nicht sagen, dass die Regierung uns ja in den Stich gelassen hat. Warum? Ich meine, warum mehr uns als Handwerker oder Friseurladen oder Gastronomie oder eine Produktionsfirma oder ein Kino. Also, nee, kann ich nicht sagen. Ich glaube, wir sind alle betroffen, gemeinsam. Ah, das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber wann wünschst du dir denn spätestens wieder auf der Bühne zu stehen? Ja, keine Ahnung. Vielleicht darf man in 2-3 Jahren wieder auf Tour gehen, vielleicht auch früher. Wir werden sehen. Siehst du dich denn nächstes Jahr schon auf der Bühne? Nächstes Jahr? Ich weiß es nicht. Das hängt davon ab, wie jetzt im Herbst, wie das funktioniert mit G2, G3, mit Corona-Zahl, mit Krankenhäusern, die voll, nicht voll sind. Ich weiß es nicht. Dann stehen in knapp 2,5 Wochen, beziehungsweise in 2 Wochen, die Bundestagswahl an in Deutschland. Wer hat denn deiner Meinung nach die Nase bisher vorne? Kann ich dir nicht sagen. Ich verfolge das nicht so wirklich. Ich habe ja kein deutsches Pass, deswegen ich wähle nicht. Und ich weiß es nicht. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, jetzt nächste Woche ist es soweit.
dass die Wahlen halt stattfinden. Ich glaube, die Piraten gewinnen. Okay. Kennen Sie die noch? Die was? Die Piraten? Ja. Das war eine Partei früher. Die gibt's nicht mehr. Rechnest du denn mit einem Umschwung an der Macht, von wegen, dass die CDU tatsächlich die schwächste Kraft wird und die SPD vorne? Ich weiß es nicht. Ja, also wirklich nicht. Ich kaufe keine Zeitung. Und ich gucke kaum Fernsehen. Es ist nicht in meinem Einfluss. Und deswegen, und ich bin so beschäftigt, dass ich mich gar nicht damit befasse, weil ich habe da eh keine Stimme. Ich finde es gut, man wählt, aber ich will ja keinen Pass. Deswegen kann ich auch nicht wählen. Deswegen bin aber trotzdem sehr glücklich, dass ich in Deutschland lebe. Ich finde Deutschland total in Ordnung, ein cool, sicheres Land. Und habe mich in den letzten 20 Jahren, wo ich hier bin, total wohl gefühlt. Alles klar. Dann kommen wir nochmal zu deiner Person zum Abschluss. Was können wir denn in Bezug auf neuen Projekten erwarten von dir? Was können wir uns freuen? Nordpol-Marathon, dann nächstes Jahr Panamericana, dann Race Across America, Spendenmarathons. Dann hängt es natürlich davon ab, wann die normalen Volksläufe und Stadtmarathons und Hindernisläufen wieder stattfinden. Also eine ganze Flotte von verschiedenen Wettkämpfen. Und ich freue mich natürlich auch am meisten oder sehr viel auf die Kieler Woche, die dann hoffentlich nächstes Jahr stattfindet, weil ich war schon 10-mal da und habe da ja, Freunde von mir, die Firma Silagon, die mich halt quasi unterstützen mit meinem Sport und mit das beste Nahrungsergänzungsprodukte der Welt. Mit dem segel ich jedes Jahr auf der Kieler Woche und das macht einfach Riesenlaune und Bock und schön und einfach gemeinsam was machen. Dann freuen wir uns, wenn wir dich nächstes Jahr auf der Kieler Woche sehen. Aber hast du da noch irgendwas? Bitte? Ich lade dich ein. Du kommst mit. Sehr gerne. Wenn du willst. Gerne. Ja? Sehr gerne. Dankeschön. Ist denn irgendwas geplant bei dir von wegen einer Biografie oder einem Buch oder ähnlichem? Justin Bieber oder sowas? Der hat eins rausgebracht. Ich glaube, Bushido auch, oder? Ich glaube, ich warte ein bisschen noch. Ich glaube nicht, dass wir eine Biografie von mir brauchen. Ich bin 48. Wenn ich vielleicht 90 werde, dann vielleicht schaffe ich das noch, eine Biografie zu schreiben. Alles klar. Über alle Niederlagen. Ach, so viele hattest du doch gar nicht. Naja, genügend. Dann hättest du jetzt zum Abschluss nochmal die Gelegenheit, Wort an deine Fans und an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu richten. Luis, du bist ein feiner Kerl, ich muss sagen. Normalerweise mache ich solche Interviews nicht, aber ich mag dich. Ich finde, du hast Arsch in der Hose. Ich habe keine Botschaft. Einfach, ich wünsche alle einfach eine tolle Zeit. Jeder macht das Beste, gibt Gas, happy sein, gesund, jetzt leben, Träume ausfüllen, nachgehen, gemeinsam, Respekt, einfach zusammen Spaß haben, gesund bleiben. Das sind Werte, die einfach wertvoll sind. Deswegen, das ist nur ein Tipp. Ja, das war sie, die 65. Ausgabe hier vom Kieler Wochentalk. Mit der Kelly Family, mit Joey Kelly, und es war immer eine Riesenehre, dass er beim Kieler Wochentalk dabei war. Jetzt haben wir erstmal einiges gelernt zu seiner Karriere, zu seinen Auf und Ab seiner Karriere, welche er definitiv erlebt hat. Wir haben einiges dazu gelernt, was das Thema Corona angeht und wie wir am besten persönlich mit der Situation umgehen können aktuell. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Aber abschließend hören wir jetzt nochmal in einen Song der Kelly Family rein. Und zwar in eine der erfolgreichsten und bekanntesten Songs von der Band, und zwar in Fell in Love with an Alien. Vorher aber noch mal ein, zwei Infos zur Folge nächste Woche. Und zwar geht es nächste Woche in den ersten Bundestagswahlkampf am Kieler Wochentalk. Nächste Woche Folge 66 mit drei Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl, für den
Land, nee, für den Bundestag aus dem Kreis Kiel aus Schleswig-Holstein. Ich freue mich auf nächste Woche. Ihr freut euch hoffentlich auch. Ich verabschiede mich jetzt. Bis nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und jetzt, wie gesagt, hören wir nochmal zum Abschluss rein in den Song Fell in Love with an Alien von der Kelly Family. Viel Spaß und ciao. Farmers grew bread when called for the means they took for the ship. In dark and to fall, in silence was all a beautiful bride surrounded by light. Come on now. Fell in love with an alien. Fell in love with the rocks. Fell in love with an alien. I'm telling you, no disguise. I'm telling you, no.